Eines von 30 Fahrzeugen ist dieses Einzelstück. Bauzeit 10 Jahre. Bei diesem Chevy Custom vermischen sich Kunst und Technik. Das Ergebnis: der kleine Bruder von Godzilla, der Knutzilla. Er ist original, wenn er rauskommt vom Werk, war das ja eigentlich der amerikanische Volkswagen, ein 50er Bell Air. Eigentlich ein sehr schieres Auto, hat ausgeschaut wie ein Glashaus, vorne und hinten Panoramascheiben und 6-Zylinder Straight Six Engine. Mit Originalaggregat von 1950 wäre sogar der Tod zu spät gekommen. Jetzt sorgt ein V8 mit 300 PS für mehr Power. Für den krassen Look wurde das Dach um 18 cm nach unten gesetzt. Die Seiten sind gecleant, also glatt gezogen. Sidepipe-Attrappen und eine aerodynamische Form verleihen dem Ami einen coolen Look. Die eigentliche Herausforderung war, ich möchte einen Custom machen, der nicht nur ein Custom ist, sondern der wirklich ein Meilenstein ist, auch in dieser europäischen Custom-Szene. Der muss ein bisschen was sagen. Und das war aus dem Grund so schwierig, weil aus dieser Karosserie von einer Zeichnung weg dann wirklich diesen Custom zu machen, ist ein Wahnsinn. Weil dieser Buckel am Kofferraum hinten, diese Panoramascheiben hinten und diese ganzen Sachen, das sind ja alles Dinge, die du, wenn du das Dach jobst und tiefer machst, musst du das Ganze ja mitnehmen. Das heißt, du musst ja gleich einen Kofferraum mitjobben, sonst funktioniert das gar nicht. Und das war die Herausforderung. Und den habe ich ja insgesamt in einer dreimaligen Bauphase verändert. Da gibt es auch Fotos von der ersten Phase, ganz lustig. Und die letzte Evolutionsstufe ist dann im Prinzip jetzt dieser matt glänzend schwarze Knutzilla. Der spielt jetzt alle Stücke. Das ist jetzt der Imperator. Der Blechschlitten in Tropfenform sieht zwar aus wie ein Dreitonner, wiegt aber nur 1300 Kilogramm. Seit 28 Jahren gehört er zu Knut, wie das Wiener Schnitzel, zu Österreich. Ich habe jetzt nicht wirklich irgendein Fahrzeug, was ich besonders hervorhebe und sage, das ist mein Baby, aber dieses Fahrzeug liegt mir besonders am Herzen, weil sehr, sehr viel Gedankenarbeit hineingesteckt worden ist. Sehr viel Zeit habe ich damit verbracht und das ganze Paket zum Schluss ist so aufgegangen, wie ich mir das vorgestellt habe. Und das war für mich genau der ausschlaggebende Punkt, wo ich sage, ja, das hängt mir schon ein bisschen, er liegt mir am Herzen, sagen wir so. Gewöhnlich ist langweilig. Knut ist ein Natural Born Hot Rodder und hat aus einem Wiener Taxi, das eigentlich für den Schrott bestimmt war, eine Custom-Berühmtheit mit Auszeichnung gebaut. Wir haben ja mit diesem Wagen, man will es nicht glauben, den King of Custom Award gewonnen in Schweden, Jönköping bei der Motorshow, wo wir den Pokal entgegengenommen haben von George Barris, der die Batmobile gebaut hat und alle paar Jahre so einen super Award vergibt. Und wir haben den damals gewonnen vor allen Amerikanern, vor den Schweden, aufgrund von der speziellen Form und von der speziellen Arbeit des Umbaus. Nur 700 Schilling hat Knut für den Bel Air gezahlt, dann noch 30.000 bis 40.000 Euro reingesteckt und ein automobiles Kunstwerk geschaffen.